Oh, du willst kämpfen. Hoffentlich bist du nicht allzu stark, weil ich keine MP mehr habe. Ich dachte, ich muss einfach mit dir reden. Sonst setzen wir den Finisher ein. Okay, gut. Das ist nicht mal Varidis geil. Hast du noch MP? Also irgendwas mit MP? Das Tempo im Kampf. Ich weiß aber nicht, ob das Sinn macht. Ob der Finisher dadurch schneller eingesetzt wird. Wegbewegen. Machen wir das so. Ich setze noch keine Heildisk ein. Der macht fast keinen Schaden. Oder kann es sein, dass wir geblockt haben? Ich hoffe, ich muss nicht öfter gegen dich kämpfen. Ja, ich glaube, wir haben geblockt. Oh oh. Da setze ich meine kleine Heildisk ein, aber weil ich nicht weiß, wie stark das ist. Okay, so stark ist das auch nicht. Aber ich setze noch eine kleine Heildisk ein, lieber zum positives die Mutter der Porzellankiste und so. So. Das dürfte dich töten. Aber sowas von. Ich hoffe, wir müssen nicht schon mal gegen dich kämpfen, weil wir haben keine MP. Würde ich hier auch verschwinden wollen. Weil keine MP. Nein, ich will nicht kämpfen. Lauf doch weg, wenn du nicht kämpfen willst. Ui, das ist schlimm. Ich verstehe dich nicht. Ja, warum kommst du nicht in unsere Stadt? Ist doch besser, als dich zu verstecken. Sagtest du Stadt? Niemand zwingt dich. Das überzeugt mich. Also gut, ich komme. Hallo, Gabumon. Danke, dass du durch mich läufst. Gabumon sieht in die Stadt. Ein seltsames Kerlchen. Geht's hier noch irgendwie weiter? Da sollen, glaube ich, Bäume sein im Vordergrund. Ich dachte, das wären immer Felsen. Da sollen, glaube ich, Bäume sein. Ja, da wir keine Chance haben ohne MP, hau ich hier gerne ab. Gehen wir erstmal nach Agumon, geben ein paar Sachen ab. Dann frage ich Digimon, was Gabumon macht. Speicher auch. Dann hole ich mir mein Essen. Aber erstmal, wie gesagt, gehen wir nach Gabumon. Agumon. Eigentlich geben unsere Sachen ab. Riftstick nicht. Imperius kleiner Heildisk. Tempodisk kann weg. Varidisk Klassenerschutzdisk genauso. Obwohl. Was macht die nochmal? Hindert Zustandsverschlimmerungen. Ja. Ja. Naja. Okay. Ich glaube, die behalten wir. Den Tempochip machen wir aber weg. So. Und dann hole ich mal das Fleisch. Bevor wir nach Digimon gehen und fragen, was Gabumon so macht. Ich stehe sehr früh auf und laufe in den Morgendunst, dann passiert was Schönes. Also ich muss morgens in den Wald laufen, in dem wir gerade waren. Würde ich behaupten. So, das... Ach, kacke, das wollte ich auch nicht. Ich wollte das doch verkaufen, das Fleisch. Ah, da ist übrigens Mogumons neues Ding. Morgen gebe ich hier mehr. Du kannst auch welche... Oh, ich war noch nicht. Ich war schon hier. Meine ich.
Schatzsucher. Ich weiß nicht mehr, wie der funktioniert. Schon. Oder habe ich das hier freigeschaltet als Kind? Ich glaube schon. Ah, das Scarbomon. Immogemon. Hallo DF. Wir sind Schatzsucher. Wir graben verborgene Schätze aus. Ich kann Schätze wittern. Danke dir für den Auftrag. Ich bin neu bei Drimogumon, sehe Sachen aufspüren, liegt mir besonders. Danke für den Auftrag, DF. Okay. Das war das. Ich habe es ein bisschen falsch gelesen. Wenn ich etwas für dich aufspüren möchtest, du wissen, wie wir Schätze finden, erklär es mir. Wir haben zwei Kurse. Die sind unterschiedlich lang und teuer. Normal 3 Tage 100 Bit, 10 Tage 5000 Bit. Auf sich Spezialkurs findet man eher mal wertvolle Gegenstände. Tja, das war's schon. Was möchtest du? Geh auf Schatzsuche. Wähl einen Kurs. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich habe. Ich mache aber nicht mal den Spezialkurs. Bin in 10 Tagen wieder da. Drück mir die Daumen. In 10 Tagen, okay. Danke für den Auftrag. Ich bin neu bei Drimogumon und Sachen aufspüren. Ah ja, das habe ich schon gelesen. Okay. Jetzt müssen wir sowieso das Fleisch verkaufen, weil ich ein bisschen sehr viel Geld ausgegeben habe gerade. So. Dann gehen wir. Okay, ich wollte ja noch speichern. Oder Gigimon. Sagt Tsunomon was Neues? Ich möchte etwas sagen. Nun gut. Nun gut. Warst du schon in Gekko-Sumpf? Da könnte dich ein schelmisches Digimon austricksen. Oder war das wirklich ein Gekko-Mon, das da, wo ich dachte, das wäre ein Grafikfehler? Was ist das denn für ein Ding? Stand das schon immer hier? Ein Automat mit Digimon-Karten. Man kann wohl für 100 Bit eine Karte ziehen. Mal ausprobieren. Eine Tankmon-Karte. Neuer Versuch. Eine Devimon-Karte. Neuer Versuch. Toll, eine Vegimon-Karte. Tür auf. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich habe, deswegen lasse ich das mal. Ich habe eigentlich noch ein bisschen. Die Hüftsticks, die verkaufen wir. Genauso, glaube ich, wie... Ich habe nur 3. Danke. Genauso wie die Digipilze. Ich glaube, die brauche ich nicht mehr. Die brauche ich nicht mehr, wenn ich eh mir Fleisch kaufe. Dann ist mir das Geld ein bisschen lieber. Und der Platz. Ich habe überlegt, große Haltis zu kaufen, aber nicht halt so viele. Wie viele? Ich glaube, 500. Das macht tatsächlich mehr Sinn, mittlere MP-Disc zu kaufen. Weil die werden normalerweise 900 kaufen. Eine Vari-Disc, eine Omnidisc. Was macht eine Omnidisc? Halt einen anormalen Zustand, füllt MP mit LE auf. Omnidisc wäre schon was Feines. Ich glaube aber, ich kaufe erstmal ein paar hiervon. Das macht 1500. Oder machen wir es anders? Ich kaufe mir hiervon 3. Und den Rest kaufe ich mir mittlere MP-Discs. Das wären 5. Und vor dem Rest kaufe ich mir noch MP-Discs. Und dann haben wir erstmal genug. Bis später. Bis bald. Jetzt müsste aber auch das Inventar ein bisschen vollgemüllt sein. Ich wollte noch einen Autopilot kaufen. Ich bin so doof. Großer Halddisk, kleiner Halddisk, mittlere MP-Disk, MP-Disk. Okay. Wann ist eigentlich deine Schlafenszeit? Tagtyp wäre okay, das sagt mir nicht wirklich viel. Dann lass mal nach Frigimon gehen. Oder zumindest zur Eiswelt. Wir müssen leider den langen Weg gehen und können nicht mit Birdromon fliegen, weil kein Geld. Jetzt habe ich alles verballert gerade. Auch für Schwachsinn teilweise, weil ich mir Karten gekauft habe.
Karten kann man, glaube ich, aber für teuer Geld wieder verkaufen. Je nachdem, was das für Karten sind. Ich glaube, ich gehe nochmal nach. Da könnte ich mir MP holen. Ja, ich habe mich jetzt nicht ausgeruht, ne? Heißt, ich habe keine MP, ne? Ja, ich habe keine MP. Ja, dann ruhen wir uns mal eine Runde aus, damit wir ein bisschen MP haben. Weil so wird das sonst nichts. Ich wollte auch noch mal hier in den Wald. Wollte ich auch noch mal gucken. Ich dachte, wir hätten viel früher, weil wir haben ja schon ein bisschen später. Aber Kamuna, das Zeit vergeht, wenn man so viel aufnimmt. Ich wollte nach Centaurumon. Center Klinik. Hier ist auch keiner bis auf Coelamon und der sagt, glaube ich, nichts Intelligentes mehr. Ich habe nicht gelesen, wie erschöpft er war. Okay, du musst auf Toilette. Und schlafen willst du auch, also brauchen wir uns nicht mehr ausruhen. Das bringt 500 pro Ausruhen. Wenn ich jetzt in dem Morgengrauen dahin könnte, wo Lukamon mir das gesagt hat, das wäre super. Aber das schaffen wir nicht mehr. Weil ich glaube, so früh steht Phoenixmon nicht auf. Ekelhaft. Und ich hoffe, das erste Geräusch war irgendwie Phoenixmons Schrei oder so. Und nicht, was ich denke, was es war. Ekelhaft. Sicher nur schlafen. Ich wollte schon fast nur schlafen drücken. Ich brauche schon nicht mal nach Gigimon gehen, was ich die ganze Zeit verpennt habe. Ne, das schaffe ich nicht, weil Morgengrauen ist der blaue Bereich. Oder lila hieß es, glaube ich. Ich kann das sowieso nicht erkennen. Ja, ich glaube, das soll lila sein. Also im lila Bereich. Ist ja Morgengrauen und ich glaube, das schaffe ich bis dahin nicht mehr. Ich wollte hier noch gucken. Das war nicht Kunimons Bett, sondern glaube ich einen runter, drunter, meine ich. Da war ja diese komische Tür, vielleicht kriege ich die jetzt als Ultra-Digimon auf oder Serum-Digimon oder als Vogel. Keine Ahnung. Vielleicht muss man auch ein Käfer sein. Keine Ahnung, was das auch für eine Tür ist. Ich habe die, glaube ich, nie aufbekommen damals als Kind. Das sind Buchstaben zu erkennen. Hier ist keiner, geh weg. Wohnt hier jemand? Okay. Den nehmen wir mit. Den könnten wir ja wieder verkaufen, so ist es ja nicht. Es ist eigentlich traurig, wenn man darüber nachdenkt, dass ich das Spiel so viel gespielt habe, ohne das wirklich beenden zu können, weil das technisch nicht möglich ist in der deutschen Version. Und ich das nicht wusste. Ich habe das einfach gespielt wie in Irrer.
Und habe irgendwann gedacht, wieso komme ich nicht weiter? Ich habe sowieso nie einen Ultra-Digimon bekommen. Weil, weiß der Teufel warum? Irgendwann muss man doch einen Ultra-Digimon kriegen, weil man einfach so viel trainiert. Und halt, vielleicht habe ich einfach aufgehört zu trainieren ab einem gewissen Punkt immer. Ich wollte doch nach Bakemon. Ich komme da sowieso nicht rein in die Villa. Aber ich kann Bakemon für die Stadt holen. Da google ich aber auch nochmal kurz, wie man das macht. Weil man hat, glaube ich, pro Tag nur Grüntag. Man hat, glaube ich, pro Tag nur einen Versuch. Und... Hallo. Tokaimon. Nein, ich kann nicht verlieren. Man hat, glaube ich, pro Tag nur einen Versuch und man muss ein Rätsel in Anführungsstrichen lösen. Man muss Ja und Nein sagen zu richtigen Zeiten. Und ich weiß halt nicht mehr, wie das war. Ich habe es als Kind geschafft, weil ich weiß, dass ich einen Bakemon hatte. Beide tot? Ja, locker. Wie kleine Schweinchen fallen sie da oben und quieken in der Gegend rum. Zuckermann verliert Fleisch. Fleisch ist gut, weil ich keins gekauft habe. Das Geld ist noch mal ein Ticken besser. Friedhof von Grüntal. Wieso heißt das eigentlich Grüntal? Und wieso Tal mit TH? Das Bakemon. Fürs Essen. Kann man hier lang? Hier, ja, du kannst essen. Komm. Die Pilz, den mache ich, den gebe ich, glaube ich, zum. Ne? Geh nach Hause. Der Digipilz ist eine Notration. Oder wenn wir wieder in die Stadt, in der Stadt sind, würde ich den dann auch verkaufen wollen. Tot. Einfach tot. Ich glaube, ich brauche nicht mal die stärksten Attacken einsetzen. Das ist, glaube ich, MP-Verschwendung für dieses Gebiet. Dann gehe ich nochmal nach Bakemon und dann google ich mal kurz, was ich da eingeben muss. Oder machen wir es anders, weil ich gelesen habe gerade, dass man es nicht verkacken kann, werde ich einfach ein paar Mal versuchen, das Richtige zu machen. Es scheint etwas fragen zu wollen. Bake, Bake, ja? Bake, Bake, Bake? Nein. Wir haben, glaube ich, verkackt. Ob ich Schuld an dem irgendwas war? Hier lang. Wir versuchen das einfach ein paar Mal. Also, ja, war richtig. Dann nochmal ja, weil nein war falsch. Und dann denke ich mal, dass nochmal nein. Also zweimal ja und dann nein und dann hat man es, glaube ich, geschafft. Ich muss, glaube ich, nur dreimal antworten. Und da man da immer wieder rein und raus kann, geht das ja. Nur das Laden hier ist, dauert eine halbe Ewigkeit. Weil das beide trifft, ist das schon supi. Okay, jetzt ruht gut, weil der eine ist schon, also ist schon tot und der ist fast tot. Das war, glaube ich, die schwächste Attacke. Oder die mit dem wenigsten MP zumindest, die Phoenixmon hat. 2000. Immer insgesamt. Gehen wir nochmal zurück auf den Friedhof.
Wie viel Tag haben wir eigentlich heute? Den 29. im Jahr. Dass es nur 30 Tage im Jahr gibt. In dem Spiel hier. Okay, dann nochmal. Oder ist das immer random? Scheint etwas fragen zu wollen, ja. Backe, backe, backe. Backe, backe, Kuchen. Backe, backe, backe. Nein. Backe, 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 backe. Ich glaube, es ist in die Stadt gegangen, ne? Backe, man sieht ihn nicht statt. Es wurde wieder normal. Pokémon macht eigentlich in der Stadt nichts. Es lungert da nur herum. Oder patrouilliert, könnte man auch sagen. Aber es, für mich ist das Rumlungern. Flareisermon. Darkrisermon, du hast mein Gesicht gesehen. Dafür kriegst du aufs Maul. Anscheinend. Leider dauert das hier irgendwie immer eine halbe Ewigkeit, bis der Kampf beginnt. Wahrscheinlich, weil das Gebiet so groß ist. Aber wieso? Hört mal auf. Okay, ruhig Blut. Ruhig Blut. Komm, mach's platt. Ja, die MP sind wirklich das Problem. Wir haben schon 5000. Und wir müssen trotzdem an. Dark Rosamond verliert Mini-MP-Disc oder mittlere. Heißt das nicht Mini? Das ist gut. Ja, die brauchen wir. Wann will ich nicht kleine damit schleppen müssen? Die hätte ich auch gegeben, wenn das eine kleine wäre. Aber ich glaube, ich habe sogar kleine dabei. Ein Gang zur Riesenschlucht. Hey, hier ist das. Ich wäre beinahe ein bisschen falsch gegangen. Jetzt gehen wir in dieses Schneegebiet. Weil das von Juramon so beschrieben wurde, dass es das nächste ist anscheinend. Monochromon kann mich mal hart am Arsch lecken. Ich hasse Monochromon so ein bisschen. Gehst du mal hier lang? Ah ja, zu den ganzen Goburimon da. Geh mal hier lang. Der Morgen ist schon vorbei, deswegen können wir das, was Juramon da gesagt hat, auch knicken. Deswegen gehen wir in dieses Schneegebiet. Wie hieß es nochmal? Frostland, okay. Puh, ist das warm. Wieso stehst du auch, was ist da hinten für ein Digimon? Wieso stehst du auch an einem Ofen, wenn du ein Eis-Digimon bist? Ich glaube, das ist die Koblimon-Variante aus dem Schneegebiet. Mit Blut, obwohl. Kommen wir da komplett drauf. Kleine Halddisks habe ich noch, ne? Dann könnte ich die noch benutzen. Ich mache mal die kleinen MP-Disks, damit die aber mal weg sind. Wie viele große Halddisks habe ich? 3, okay. Dann kann ich mich dreimal komplett heilen. Hat das... keine Ahnung, Eis-Dingens, Goburimon. Hat es gerade versucht, das besiegte Eis-Agumon zu besiegen, also anzugreifen? Greif den mal an und mach den mal. Der
Der wehrt an der Wand ab, der Sack. Komm! Damit der einfach mal weg ist und damit wir ein bisschen MP sparen. Das kann er jetzt nicht abwehren. Die Ratte. Snogoburimon verliert Fleisch. Snogoburimon, okay. So heißt das. Ist auch jetzt nicht der beste Name, um ehrlich zu sein. Kann ich mit dem Ofen was machen? Wahrscheinlich nicht. Okay, hier ist eine Klimaanlage. Lustig. Okay, ab hier wird es ziemlich kalt. Tritt nur ein, wenn es die Kälte verträgt. Ich weiß nicht, ob man die Kälte verträgt. Oder wirst du krank? Das wäre nicht gut. Oh, scheiße, Yugamon. Ich bin wahnsinnig. Die machen 1500. Da warte ich erstmal. Die benutze ich auch nicht. Ich benutze mal so eine kleine Heildisk. Hör auf, das abzuwehren, du Penner. Gut, gut. Noch eine kleine Heildisk. Ein Schaden. Komm, greif an. So.